Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu unserem Pressegespräch zur Frage flexibler Stromverbrauch oder mehr Kraftwerke. Was wird 2030 Deutschland sicher durch eine Dunkelflaute führen? Traditionell erst einmal ein Wort zur Spielregel vorweg. Bitte stellen Sie Ihre Fragen über den F&A-Button unten. Meine Kollegen werden diese dann sammeln und mir weiterreichen. Ich stelle sie dann hier im Gespräch, dann können wir uns alle besser auf das Gespräch konzentrieren. Mein Name ist Sönke Gethke. Ich betreue hier im Science Media Center die Themen Energie und Mobilität. Wir haben dieses Pressbriefing angesetzt, nachdem wir uns immer wieder mit dem notwendigen Backup für die Stunden und Tage im Jahr beschäftigt haben, in denen Wind und Sonne eben nicht genug Strom liefern für den Bedarf. Und um es hier nochmal klar zu sagen, Wind und Sonne werden 80% des Bedarfs schaffen. Und dass es solche Situationen aber gibt, in denen sie es nicht schaffen, in denen sie die Leistung nicht erbringen können, um den gesamten Verbrauch zu bedienen, das ist nichts Neues. Das weiß man in der Forschung seit mindestens einem Jahrzehnt. Wir haben uns nun mit Auswertung von Daten beschäftigt und dabei gesehen, dass ein flexibler Verbrauch, das Aus- und Einschalten von Geräten wie zum Beispiel Wärmepumpen oder Wallboxen, eine wichtige Rolle spielen können. Dabei braucht man dann vielleicht auch weniger Kraftwerke, wenn das funktioniert. Die spannende Frage ist nun, wie kann man solche Situationen kalkulieren und diese beiden Ansätze verzahnen? Was sind denn dann da realistische Annahmen? Wie viel Geld darf das kosten? Und muss man wirklich immer aufs Geld schauen? Oder sind zumindest einige Kraftwerke nicht auch dafür da, Notsituationen zu verhindern, wie zum Beispiel die Feuerwehr, bei der man ja jetzt auch nicht unbedingt wirtschaftliche Kosten-Nutzen-Rechnungen anstellt? Bei uns im Zoom-Call sind dafür heute drei Experten zu Gast. Zunächst erstmal Patrick Jochem vom DLR in Stuttgart. Er erstellt Modelle der zukünftigen Stromerzeugung. Herr Jochem, an Sie geht meine Frage: Wie kann man denn einigermaßen sicher abschätzen, wie Strom aus Wind und Sonne, flexibler Verbrauch und Stromerzeugung aus steuerbaren Kraftwerken 2030 zusammenspielen müssen, damit der Strom auch sicher zu den Verbrauchern fließt? Ja, sehr gute Frage. Vielen Dank, Herr Gethke, für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Kurzfristig ist die Vorhersage immer sehr einfach. Da sind wir schon sehr gut. Wenn Sie aber 2030 ansprechen, haben wir natürlich schon Herausforderungen. Wir sehen, dass die Wetterjahre und auch die, also sowohl Wind als auch PV, sich ändern. Wir haben auch im DLR relativ gute Wetterdaten, um diese Prognose sicherzustellen, aber durch den Klimawandel sehen wir, dass sich da durchaus was ändern könnte. Das heißt, wir haben auf der Angebotsseite doch durchaus Unsicherheiten. Wichtiger ist aber, wenn wir die Residuallast bestimmen, das heißt diese Last, die übrig bleibt, wenn wir die solare und Windenergieerzeugung einspeisen und die ja dann noch gedeckt werden muss. Das heißt, wir gehen dann über die Speicher, zum Beispiel andere flexible Technologien, aber eben auch hin zur Flexibilität der Nachfrage. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt, wo ich nochmal darauf eingehen wollte, weil da sind die Unsicherheiten ja noch viel größer. Flexibilitäten der Nachfrage haben wir heute kaum, weil einfach der Preisanreiz zu gering ist. Das gilt sowohl für die Industrie, die heute schon daran teilnehmen können. Natürlich sind die Preisgaps noch nicht so groß, wie sie sein werden. Das heißt, da wird der Anreiz noch steigen. Bei den privaten Haushalten kommt von diesen Preisgaps aber noch gar nichts an. Wir brauchen also Smart Meter mehr. Wir brauchen auch flexible Preise. Wir brauchen Home Energy Management Systeme, die dann eben auch das ganze Controlling übernehmen über die Last, zum Beispiel die Elektrofahrzeugladung oder auch die Wärmepumpen. Und da fehlt einfach die Erfahrung. Wir können diese Flexibilität heute noch nicht wirklich abschätzen. Wir haben ein paar Feldversuche, aber dort sind in der Regel nicht die gesamte Bevölkerung involviert. Insofern fehlt uns da die Erfahrung. Das heißt, diese Preis Elastizitäten, muss ich als Volkswirt sagen, die zu ermitteln, wäre ganz wichtig. Und da haben wir noch die größte Unsicherheit an der Stelle. Ja, vielen Dank. Unser nächster Gast bei uns im Zoom-Call ist Christian Rethans von der Technischen Universität in Dortmund. Er ist Spezialist für die Technik der Stromnetze und hat auch an der Prüfung des aktuellen Netzentwicklungsplans mitgearbeitet. Herr Rethans, wir haben ja nun schon einiges über flexible Verbraucher hier erzählt. Und es rechnet ja auch die Bundesnetzagentur damit, dass wir künftig sehr viel damit erreichen können. Aber was ist denn eigentlich technisch überhaupt realistisch an der dabei? Ja, erstmal seien alle herzlich gegrüßt, die hier zuhören.
Bei Flexibilität hat man immer die Frage, was ist technisch möglich, was ist praktisch umsetzbar, was ist am Ende akzeptabel. Also die Potenziale sind stark unterschiedlich. Und man muss sich immer auch fragen, wie kann ich das aktivieren, wie gerade Patrick Jochim schon sagte. Also wir brauchen sicherlich Digitalisierung, wir brauchen Automatisierung. Und dann ist die Frage, auf welcher Ebene wir darüber reden, für welchen Anwendungsfall, in welchen Zeitbereichen etc. Also wir haben heute ja auch Flexibilität im Sinne von abschaltbaren Großverbrauchern, die also unter Vertrag stehen, um in Notfallsituationen mal abgeschaltet zu werden. Das sind dann eben wirklich Einzelne, die über ein Signal mehr oder weniger manuell aktiviert werden. Wenn wir aber am anderen Ende bei Endverbrauchern reden, und jetzt stellen wir uns zum Beispiel Elektroautos vor, die jetzt, weiß ich, man kommt abends nach Hause, steckt sein Auto ein, heute würde es sofort laden und wir gehen ins Haus, machen den Backofen an, Computer, Fernseher, was auch immer. Also wir produzieren eine große Abendspitze, dann ist es natürlich ziemlich einfach zu verstehen, zu sagen, ja, dann sollte dieses Auto vielleicht lieber nachts laden und sollte dann am nächsten Morgen gefüllt zur Verfügung stehen. Und da sind wir genau bei der Digitalisierung. Wir brauchen ein Hausenergiemanagementsystem. Wir brauchen die Informationen, wann es sinnvoll ist, dieses Auto nachts zu laden, welche Zeit das Auto dazu braucht. Also wir brauchen viele Informationen, um so etwas zu managen. Und das geht natürlich auch dann nur hochautomatisiert, weil keiner von uns nachts irgendwie aufstehen will, um sein Auto zu laden oder einen Ladevorgang zu beenden. Und das sind dann wirklich die Sachen, um große Potenziale verteilt in der Masse zu erschließen, durchgehende Digitalisierung, Smart-Meter-Infrastruktur, die das ermöglicht. Und das sind natürlich Sachen, da träumen wir alle von und da gibt es Ansätze, das zu tun. Das ist in der Wissenschaft alles wunderbar möglich, in Pilotversuchen auch. Aber der Massen-Rollout bedeutet natürlich Standardisierung, die dementsprechenden Marktregeln und so weiter. Und das ist etwas, wo wir also ja im Rahmen der Digitalisierung vielleicht in Deutschland nicht immer die schnellsten sind. Und wenn wir dann in Richtung 2030 gucken, dann wird es also schwer fallen, sich vorzustellen, dass wir das in 2030 alles voll ausgerollt haben. Also das wäre sozusagen die schlechte Nachricht, aber dazwischen gibt es sicherlich auch gute Nachrichten. Es gibt heute mehr und mehr Firmen, die zum Beispiel auch unter dem aktuellen Strommarktdesign irgendwo bestimmte Firmen anbinden, Lasten, steuerbare Lasten von Firmen digital anbinden, hochautomatisiert abrufen und dann auf Viertelstundenbasis, wenn irgendjemandem noch Strom fehlt, dann zum Beispiel irgendwo eine Maschine abzuschalten bis 5 Minuten vor der laufenden Viertelstunde. Und da kann man heute schon reichlich Geld mit verdienen. Also man sieht, auch heute kann Flexibilität schon beitragen, kann Wertschöpfung bringen. Firmen sind bereit, sich da reinzuarbeiten. Aber dann im großen Stil für Endverbraucher, da fehlt noch einiges technisch. Und von daher, in Summe kann man eben schwer abschätzen, ob das Potenzial für Flexibilität, weil man muss es aus der Spitze heraus sehen. Man muss sagen, irgendwo haben wir eine Spitze. Wie viel könnte diese Spitze, die wir durch Kraftwerke abdecken, wenn keine Erneuerbaren zur Verfügung stehen, wirklich reduzieren? Sind es 10 Gigawatt, sind es 20 Gigawatt oder sind es nur 5 Gigawatt? Und das ist das, was wir hinterher real an Kraftwerkskapazität dadurch einsparen. Aber auch wie Patrick Jochen gerade sagt, das ist extrem schwer abzuschätzen, weil es eben von vielen Faktoren abhängt. Vielen Dank, Herr Rethans. Unser dritter Mann im Zoom-Call ist Andreas Löschel von der Rhein-Universität Bochum. Er ist Ökonom und arbeitet schon lange auch an den Rahmenbedingungen der Energiewende. Herr Löschel, wie kann man denn nun Privatverbraucher oder Unternehmen dazu bewegen, ihren Verbrauch dem Wind- und Sonnenstrom anzupassen? Wie macht man das denn attraktiv für die Menschen, dass sie da wirklich dran teilnehmen, damit wir hinterher vielleicht doch weniger Kraftwerke brauchen? Ja, danke, Herr Gietke, für die Möglichkeit, heute auch mit hier zu diskutieren. Wir haben uns ja diese Frage auch schon einmal gestellt im Kontext des Monitorings der Energiewende für die Plattform Klimaneutrales Stromsystem, wo das ja ein ganz wichtiger Teil auch sein wird. Wie schaut das Marktdesign der Zukunft eigentlich aus in einem Strommarkt, der von Erneuerbaren dominiert wird? Und da spielen zwei Aspekte, glaube ich, eine Rolle. Das eine haben Sie gerade schon gesagt, also wie schaffen wir eigentlich eine gute Koordination
Kombination der verschiedenen Erzeugungsoptionen und der Nachfrage. Das andere, was vielleicht auch noch wichtig ist in dem Kontext, ist, wie schaffen wir eigentlich Investitionsanreize, ne, in die entsprechenden Kraftwerke und die Erzeugungstechnologien, die dafür auch notwendig sind. Also beides, glaube ich, ist wichtig. Und wir haben auch gerade gehört, die technischen Rahmenbedingungen stellen natürlich eine ganz große Voraussetzung dar. Also das haben wir etwas ausgeklammert bei unserem Gutachten, auch für die Plattform klimaneutrales Stromsystem. Aber das muss man vor die Klammer ziehen. Also wenn den Verteilungsausschlag nicht da ist, dann klappt das natürlich nicht, das auch zu incentivieren. Denn die Anreize, die müssen eigentlich über Preise kommen. Und wir sehen, dass wir hier Schritte nach vorne machen in Richtung variable Preise. Denn was wir brauchen, ist, dass die Preise die Netzsituation besser darstellen. Also hier zeitlich variabel, räumlich variable, auch Versorgungsaspekte eben mit auffangen. Und das gibt es eben augenblicklich noch nicht so, wie wir es uns vorstellen, wenn dann eben nur für große Verbraucher, aber eben nicht für die kleineren Verbraucher, die häufig noch feste Tarife zahlen. Das wird sich ändern. Aber es ist natürlich auch eine Frage der anderen Netzkomponenten oder der anderen Preiskomponenten. Also wir haben jetzt auf der einen Seite natürlich die Großhandelspreise. Die werden viel flexibler und diese Variation muss an die Kunden gehen. Aber es richtet sich dann auch an die anderen Preiskomponenten, also insbesondere Netzentgelte. Die müssen dazu auch passen. Die passen häufig eben noch nicht dazu, insbesondere für große Verbraucher, die eben sehr lange hier Verbrauchszeiten haben und dafür auch entsprechend entlohnt werden. Das sind dann eben Disincentives für Flexibilität, die man eben auch auf den Prüfstand stellen müsste und überlegen müsste, nicht nur, wie kriegt man die variablen Preise besser an die Konsumenten, sondern wie gestalten wir auch die anderen Preiskomponenten im Sinne eben vielleicht dynamischer Netzentgelte oder einer veränderten Struktur der Netzentgelte. Und das Letzte wird sein, wie kriegt man eigentlich die Investitionen her, die wir brauchen, damit auch diese Nachfrage in den Spitzenzeiten in Zukunft gedeckt werden kann. Vielen Dank, Herr Löschel. Das passt auch gut zu unserer ersten Frage, die wir haben, die nämlich darauf abzielt, zu sagen, ja, wir haben ja eigentlich entscheidend sein und eigentlich die Flexibilität, für die Flexibilität, die Großverbraucher der Industrie eigentlich, gerade wenn wir an Dunkelflauten denken. Und die Frage ist dann, was ist ja eigentlich möglich, weil man Glas und Alu schmelzen eigentlich eher schwer abschalten kann? Ich habe schon jemanden gehört von Ihnen, der angesetzt hat. Wer war das? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir zucken alle ein bisschen. Okay. Ich nehme den Ball einfach mal auf, weil wir hatten letztlich Zementwerke analysiert. Und zwar, es gab in bestimmten Studien, hieß es, Zementwerke ist das Riesenpotenzial. Also da muss geheizt werden, gebacken werden, zermahlen werden. Da hat man Riesenflexibilitäten. Und wir hatten die Chance, eine Studentin hier zu haben, deren Großvater mehrere Zementwerke besitzt. Und die wollte den Großvater davon überzeugen, diese Zementwerke jetzt grün zu betreiben für einen zukünftigen grünen Strommarkt. Und dann haben die das analysiert und hatten eben direkt Zugriff auf alle Daten. Und am Ende kam heraus, es ging quasi nichts an Flexibilität, weil ein Zementwerk ist ein durchorchestrierter Prozess. Und alles, was ich an Flexibilität aufbaue, bedeutet, ich muss eine größere Maschine hinstellen, um vielleicht bestimmte Dinge schneller zu machen, um in anderen Zeiten abschalten zu können und Puffer dazwischen einzubauen. Und das ist eigentlich genau das Grundsätzliche. Ich brauche einfach Puffer und ich muss dann nacharbeiten können. Und dann müsste man eigentlich das Zementwerk am Ende fast verdoppeln. Und das ist also nicht wirtschaftlich, selbst bei extremen Preisen. Und ich glaube, das ist ein Beispiel, was sehr schön für andere Industrien, Glas, Aluschmelze etc. auch gilt. Viele Prozesse, die einmal angefangen sind, laufen durch. Und große Flexibilität wäre dann, wenn man morgens vielleicht sagt, wir fangen die Schicht erst gar nicht an. Und wenn dann dementsprechend in einer Notfallsituation so viel gezahlt würde, dass es sich für eine Firma vielleicht lohnt, die Produktion zu unterbrechen. Aber das ist eben dann auch nochmal eine ganz andere Geschichte, dass man sagt, natürlich haben wir extrem viel Flexibilität, wir können alles abschalten, aber das ist quasi eine wirklich extreme Notfallmaßnahme, die man natürlich der deutschen Industrie auch nicht regelmäßig antut. Und wenn man dann im Detail guckt, dann sinken diese theoretischen Potenziale natürlich sehr stark auf praktische Potenziale zusammen. Aber andererseits gibt es natürlich doch reichlich Prozesse, alles was mit Heizen, mit Kühlen häufig zu tun hat,
Kühlhäuser haben eine gewisse Zeit, das geht für alle Supermärkte und so weiter. Aber auch da muss man natürlich aufpassen, weil es ist auch dann ein Kühlhaus, wie irgendwelche Studien gezeigt haben, ob man auf minus 18, minus 20 Grad, also selbst wenn man mehrfach um 2, 3, 4 Grad die Temperatur ändert, hat man auf einmal nicht mehr die Produktqualität vielleicht da drin, weil sich Eiskristalle bilden und Ähnliches. Also auch da muss man wirklich, wirklich aufpassen. Also das ist gerade dann mit dem Herunterregeln, aber natürlich auch dann die Kopplung, also gerade hier im Chat geht schon Wärmeplanung, auch gerade die Kopplung in Richtung Wärmesektor, wo man natürlich einen Überschuss zu anderen Zeiten vielleicht dann auch einen Mangel mal abpuffern kann, das geht schon. Aber wir reden bei all diesen Dingen auch immer nur über wenige Stunden. Also wir reden natürlich nicht über mehrere Tage Dunkelflaute und Ähnliches, sondern es sind immer Verschiebungen im Tagesverlauf. Herr Jochen, wovon gehen Sie denn in der Forschung aus, was machbar ist? Ja, ich sehe das relativ ähnlich wie Christian Rethans. Also ich denke auch, wenn wir jetzt über 2030 sprechen, kann ja auch viel passieren. Und Herr Rethans hat es ja schon angedeutet, dass vielleicht auch die ein oder andere Industrie dann doch auch abwandert, manche Prozesse zumindest. Auch das würde natürlich jetzt helfen, weil wenn wir jetzt hier die Frage insbesondere auf Dunkelflauten haben, sehe ich auch so, dass die Flexibilität doch ein Stück weit reduziert ist. Mein Home-Turf, will ich mal sagen, ist in der Regel dann auch die Elektromobilität. Da hätten wir natürlich auch ein großes Flexibilitätspotenzial. Wenn wir davon ausgehen, 10 Millionen E-Pkw in Deutschland, 15 ist ja das Ziel der Bundesregierung für 2030, wenn wir 10 Millionen Elektrofahrzeuge hätten und sagen, wir machen alle Batterien um 20 kWh weniger voll. Ja, das sind etwa ein Drittel der heutigen durchschnittlichen Kapazitätsgröße. Haben wir 200 Gigawattstunden Speicher zur Verfügung. Das ist ungefähr das Fünffache der heutigen Pumpspeicherleistungen. Also durchaus ein erhebliches Potenzial. Und ich glaube, so muss man das angehen, dass man sagt, natürlich, es gibt, glaube ich, keinen, wie so oft im Leben, keinen zentralen Baustein hier für die Dunkelflauten an Sachen Flexibilitäten hinsichtlich der Nachfrage, sondern wir müssen dann eben wirklich die vielen Kleinen anschauen. So wie man früher sagte, kleine Vieh macht auch Mist. Das wäre, glaube ich, hier mein Ratschlag an der Stelle, die vielen kleinen Potenziale sich anschauen und dann gucken, wie kommt man dann aufs Ganze. Wie gesagt, wir brauchen da einfach noch mehr Forschung, um dieses Potenzial dann auch hochrechnen zu können. Herr Löschel, gibt es da wirklich keinen Königsweg, den man gehen kann? Ja, ich glaube, den Weg dorthin haben wir jetzt schon so ein bisschen gehört. Ne? Es geht eben darum, das möglichst breit aufzusetzen. Und ich sage mal, was, glaube ich, eben kein Königsweg ist, ist, sage ich mal, jetzt Dinge wie Redispatch 3.0 oder sowas, ne? Mit der Einbindung der ganzen neuen Verbraucher. Das wird sehr, sehr schwierig werden. Ne? Und da wird man sicher drüber reden müssen, ob das so klappen kann. Wir bekommen eben ganz viele neue Akteure in den Markt. Wir haben das ja gerade gehört, die E-Autos, die PV-Anlagen, die Elektrolyseure, die Industrie, die auch stärker andere Prozesse aufsetzt. Und die ich fürchte, jetzt haben wir einen Löschel kurz verloren. Das tut mir sehr leid, aber er hat uns vorher erklärt, dass es aktuell Probleme bei ihm zu Hause gibt. Wir warten einfach, bis er wiederkommt und machen in der Zwischenzeit einmal vielleicht kurz weiter mit einer Frage, die Herr Rethans schon gesehen hat und die vielleicht auch am besten in seinen Bereich fällt. Ob wir nämlich auch die Frage, ob wir nicht eine Verstärkung der Stromnetze für brauchen, wenn wir die Wärmepumpen und die E-Autos, so viel Wärmepumpen und E-Autos in den Städten bekommen, oder ob da irgendwie die Flexibilität, also das Verschieben von Verbrauch, uns dabei helfen kann. Ja, also super Frage. Ja, wir brauchen extrem viel Ausbau der Verteilnetze. Und zwar liegt es einfach daran, wir haben unterschiedliche Zeitpunkte, die wir betrachten können. Also wenn wir uns jetzt anschauen, wir haben irgendwie Sommer, Photovoltaik steht zur Verfügung, dann würden wir das zwischenspeichern, würden das lokal nutzen. Wenn man das mit einem guten Management macht, wird man durchaus die Netze entlasten, weil also man wird dann diesen PV-Strom eben nicht durch die Netze schieben und wird eben zu den Abendstunden eben auch nicht so viel Strom beziehen. Das wird sich im Tagesverlauf ausgleichen.
Aber wenn wir uns plakativ einen Wintertag angucken, die Sonne hat tagsüber nicht geschienen, das Elektroauto ist leer, der Batteriespeicher für die PV-Anlage ist abends auch noch leer und jetzt weht der Wind in der Nordsee ganz kräftig und wir haben also einen günstigen Strompreis aufgrund eines sehr hohen Windenergieangebotes und dann würden eben über flexible Tarife vielleicht Haushalte sagen, oh, dann lade ich genau jetzt mein Elektroauto und mache genau jetzt meinen Speicher voll und schmeiße jetzt meine Wärmepumpe an. Dann kriegen wir also eine extreme Verbrauchsspitze, theoretisch und vermutlich dann sogar auch praktisch. Und das wäre dann ein Auslegungsfall, wo eben der Strom durch alle Netzebenen von der Nordsee bis in die Städte hineinkommt. Und da ist wirklich der Punkt, wofür legen wir am Ende das Netz wirklich aus? Und das ist eigentlich ein Kriterium, was heute fehlt. Also wir haben jetzt diesen Paragraph 14a, wo man sagt, die Netzbetreiber dürfen irgendwelche Verbraucher abschalten, dürfen die runterregeln, aber eben auch nicht ganz, sondern Elektroautos dann auf 4, irgendwas kW beim Laden. Die Wärmepumpe läuft vielleicht auch weiter, kann man auch ein Stück runterregeln. In Summe sind das aber immer noch sehr, sehr große Verbraucher und sehr, sehr große Lasten. Und selbst trotz Abregelung werden die Netze noch ausgebaut werden müssen. Und für extreme Spitzen, da muss wirklich auch festgelegt werden, dass man sagt, weil heute ist eigentlich in der Gesetzgebung noch so, dass für trotz Abregelung übergangsweise trotzdem festgelegt wird, das Netz muss irgendwann so ausgebaut werden, dass niemals abgeregelt wird. Und das bedeutet natürlich, dass durch solche Zeiten, Wind weht in der Nordsee, lokal kein Strom, das, was in wenigen Stunden des Jahres passiert, wir für je wenige Stunden des Jahres das Netz extremst ausbauen müssen. Und das macht einfach keinen Sinn. Und da fehlt eigentlich noch eine Festlegung, dass man sagt, gut, der Netzbetreiber darf zu so und so vielen Stunden des Jahres oder irgendwas dann doch mal eingreifen. Der Komfortverlust sollte dadurch mäßig sein. Die Einschränkung der Bürger sollten auch mäßig sein. Aber wenn man das zu, was ich, 10 Stunden, 20 Stunden, 100 Stunden im Jahr macht, spart man dadurch einfach Milliarden. Also das ist wirklich Milliardeninvests, die man reduziert. Und das ist so dieser Zusammenhang. Also die kurze Antwort wäre, ja, wir brauchen deutlich mehr Netze, aber wir sollten dabei nicht überziehen. Und da fehlt politisch eben auch aktuell noch eine Festlegung, gesetzgeberisch. Herr Jochem, haben Sie da einfach sich mal auch angeschaut, wie viel man tatsächlich einsparen kann, könnte an zum Beispiel wahlweise an Netzausbau oder immer zusätzlichen Kraftwerken, wenn man die Rahmenbedingungen so ändert, dass man sagen kann, ja, man darf auch für eine bestimmte Zahl x Stunden tatsächlich abregeln. Was würden Sie sonst aus Ihrem Bauchgefühl heraus schätzen? Was würde das sein? Nein, sagen Sie mir, ob Sie es berechnet haben. Nee, ich sehe es so wie Kollege Rethans. Also diese Abregelung sollte wirklich vermieden werden. Also insbesondere sehe ich die Herausforderung eben bei den Wärmepumpen. Bei Elektrofahrzeugen haben wir sehr viel Flexibilitäten. Da würde ich es relativ entspannt sehen. Auch wenn wir uns mal heutzutage die Lastkurven in den Netzen anschauen in Deutschland. Gerade Überspannungsnetzen, die sind doch nachts überhaupt nicht ausgelastet. Da ist viel Luft nach oben. Das heißt, eigentlich ist es ein Stück weit fragwürdig, wieso wir uns das Netz so wenig auslasten, jetzt über die gesamte Jahreszeit gesehen. Das heißt, wenn wir diese Auslastung mehr über das Jahr verteilen, dann hätten wir natürlich volkswirtschaftlich gesehen einen riesen Benefit davon. Und das ist mit Elektrofahrzeugen ja durchaus auf dem Papier möglich. Ob das dann so kommt, ob die Nutzerinnen alle dann so reagieren, wird man sehen. Ja, Wärmepumpen ist aber so, wenn wir jetzt eine wirklich knackige Winterwoche haben, dann habe ich natürlich wenig Flexibilitäten. Dann habe ich auch natürlich die hohen Lasten im Verteilnetz. Und dann kann ich da auch nicht abregeln, weil das würde sehr schmerzhaft sein. Insofern würde ich sagen, insbesondere in den Verteilnetzen, wo ich jetzt vermutlich deutlichen Anwachs an Wärmepumpen habe, da wäre mein Ratschlag, da nochmal genauer hinzuschauen, weil dort natürlich dieser Gleichzeitigkeitsfaktor in der Vergangenheit sehr anders war, wie jetzt mit den beiden großen Stromkonsumenten, nämlich Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge, die ja wirklich ein Vielfaches an Strom nachfragen, wie wir es bisher in den Haushalten gesehen haben. Wir haben noch eine Frage bekommen, die von unseren Kollegen, die sagt so, die sich die Frage stellen, so, warum sollen eigentlich private Verbraucher so viel individuell beitragen, alle 15 Minuten abrechnen, was man ja eigentlich kaum selbst je gemacht hat und was ja auch eine umfassende Smart-Grid-Ausstattung erfordert.
Also ist das sinnvoll, dass das einzelne Leute machen, oder muss man da eher an Aggregatoren denken, an Leute, die das zusammenfassen und zusammen organisieren? Vielleicht auch eine Frage sogar für Herrn Löschel, der gerade wieder reinkommt. Ich wiederhole Sie einmal kurz, Herr Löschel, Sie können uns wieder hören, nehme ich an, ja? Perfekt, schön, dass Sie wieder da sind. Wir haben eine Frage bekommen, die sagte, warum sollen eigentlich private Verbraucher so viel individuell beitragen? Oder sollte das nicht doch besser über Aggregatoren organisiert werden, weil das ja für den Einzelnen viel leichter ist, als jetzt alle Viertelstunde was selber berechnen zu müssen? So wird das natürlich auch kommen. Also es geht ja erstmal darum, die technischen Voraussetzungen zu schaffen, also überhaupt solche Preise erstmal möglich zu machen, die zeitlich aufgelöst sind. Aber dann werden sich auch Kontrakte ausbilden. Die kennen wir heute noch nicht, aber die werden in der Zukunft entstehen. Und da wird man aus meiner Sicht dann Delegation von Entscheidungsrechten machen, um genau solche Entscheidungen an den Aggregator abzugeben. Also zum Beispiel könnte das dann so ausgestaltet sein, dass man sagt, ich möchte gerne, dass mein Auto in der Früh die Batterie einen Ladestand von 80% hat oder 90% oder 70%, und das wird unterschiedliche Preise haben sozusagen. Man kann wahrscheinlich auch 100% wollen, ne? Dann wird es dann noch teurer. Man gibt dann eben etwas Entscheidungsbefugnis ab, um dann Zeiten nutzen zu können durch den Aggregator, wo Stromüberfluss vorhanden ist. Und das bedeutet, diese Art von Kontrakten, die werden aus meiner Sicht sehr rasch kommen, weil der Einzelne sich eben genau mit solchen Problemen nicht beschäftigen mag und es natürlich auch viel besser machbar ist, hier in größeren Aggregaten diese Flexibilitäten auch zu heben. Also da geht es dann auch darum, um tatsächlich marktliche Anreize, und da werden wir sehen, was eigentlich, ich sage mal, auch Zahlungsbereitschaften sind, das selbst zu steuern. Vielleicht hat man da ja auch Lust darauf, beziehungsweise wie viel günstiger es sein muss, dass man Entscheidungsrechte abgibt. Dazu haben wir auch schon erste wissenschaftliche Untersuchungen gemacht. Also das wird ein Trade-off sein, und den werden wir jetzt ausprobieren, sobald die ersten Verträge dann auch da sind. Es scheint ja Einigkeit zu herrschen, Herr Lösche, bleiben wir mal bei Ihnen, dass die Anreize über die Preise kommen müssen. Aber sind denn die Markt- und die Gesetze schon dafür überhaupt vorbereitet, oder was muss da noch geändert werden? Ja, also die sind eben noch nicht ganz vorbereitet darauf. Das heißt, das ist ja die Herausforderung dieser Plattform klimaneutrales Stromsystem, da noch mal genau drauf zu schauen. Also ich will mal ein Beispiel geben, weil wir darüber auch schon etwas länger in anderen Kontexten gesprochen haben, die Frage der Netzentgelte. Also augenblicklich sind die Netzentgelte nicht systemdienlich gestaltet, und die Frage ist, wie macht man da eigentlich in der Zukunft weiter? Also etwa in Zeiten, wo sehr viel erneuerbaren Strom da ist, dann fallen die Preise sehr, sehr nie nach unten, ne? Die werden null, aber die Netzentgelte sind unverändert gleich hoch, ne? Das ist eigentlich schlecht, ne? Weil es ist dann nicht systemdienlich. Man könnte sich überlegen, ob man die eben dann auch stärker flexibilisiert. Das ist ein Beispiel jetzt, ja? Und wir haben die gleiche Diskussion ja auch bei den Investitionsanreizen. Wir haben ja irgendwo auch dann über Kraftwerksstrategie sprechen vielleicht, aber da geht es ja auch darum, wie kriegt man eigentlich dann die verschiedenen Erzeugungen in den Markt. Da gilt dasselbe. Da ist einmal natürlich die Investition, aber die hat ja auch ein räumliches Muster. Und da wird auch die Frage sein, wie kriegt man die Investition marktgetrieben sozusagen an die Stelle, wo es für das System am wichtigsten ist. Und das sind zum Beispiel Themen dann, die sich mit Gebotszonentrennung oder sowas wie Netzentgeltdifferenzierung räumlicher Art beschäftigen und die eben dann für die Zukunft auch passen müssen, damit diese Potenziale auch gehoben werden, sinnig gehoben werden, auch etwa bei den Unternehmen. Wir haben ja darüber jetzt vorhin auch schon ein bisschen gesprochen. Da gibt es ja noch viele Potenziale, aber da müssen die Preise eben stimmen, zeitlich und räumlich. Würde gerne, darf ich? Ja, zu, dazu. Wird so ein kleines bisschen kritisch ergänzen, weil Netzentgelte, Netzausbau ist die eine Seite und Flexibilität für den europäischen Markt sind andere Dinge.
Wenn ich den Netzausbau in irgendeiner Form reduziere, was ich also durch eben einen Anreiz, dass jemand Netzentgelte spart, der dann also vielleicht alles lokal macht und so weiter zu bestimmten Zeiten, wenn ich das halt schaffe, fehlt mir eben vielleicht diese Flexibilität für den gesamten europäischen Markt. Weil am Ende ist der Ausgleich der Erneuerbaren findet ja über den europäischen Markt statt und dafür brauche ich eben genau die Netze. Also ich komme an die Flexibilität von unteren Ebenen ja nur dran, wenn ich ausreichend Netz dazwischen habe. Und das muss ich am Ende dann doch irgendwie bauen. Wie ich es dann über Netzentgelte umrechne, ist eine andere Frage. Denn wenn jetzt jemand, was ich, irgendeine bestimmte Insel, eine Energy Community sagt, okay, wir versorgen uns komplett selber, dann investieren die viel in Speicher, viel in lokale Technologie, nutzen aber eben nicht mehr das Gesamtsystem, können ihre Flexibilität vielleicht gar nicht zur Verfügung stellen. Also da muss man auch dann wirklich aufpassen, dass man das zukünftige System ist meiner Meinung nach eben wirklich nach wie vor eben das möglichst große und ganze weit entfernte Erneuerbare müssen sich in Europa ausgleichen und von eben den flexiblen Verbrauchern genutzt werden. Und vielleicht noch ein... Christian, ja. weil du es gesagt hast, also das, ich meine, das sehe ich überhaupt keinen Widerspruch. Ne? Mhm. Ich meine, dass wir jetzt nicht, also dass wir jetzt eine Abwägungsentscheidung haben über Netzausbau oder Flexibilität, das ist ja nicht der Fall. Ne? Wir müssen Netze ausbauen, so schnell wie es geht, auf allen Ebenen. Wir sehen, wir hinken da massiv hinterher. Die neuen Netzentwicklungspläne zeigen das nochmal drastisch auf, über 20.000 Kilometer neue Netze, die gebaut werden müssen. Aber jetzt geht es ja dann auch darum, wie kriegt man die Signale richtig hin, sozusagen in den beschränkten Kapazitäten des Netzes, die wir heute haben, Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Ne? So, und ich glaube, das sind ja zwei Dinge nochmal. Also, dass wir den Netzausbau massiv rauffahren müssen, da sind wir uns, glaube ich, einig. Da gibt es überhaupt keinen Trade-off. Genau, deshalb wollte ich es nochmal betonen. Ja. Und das andere ist mit den Aggregatoren. Also ich habe immer so ein, es ist vielleicht keine Vision, vielleicht ist es auch eher ein Schreckensbild, je nach Einstellung. Aber dass man sagt, also technologisch könnte so ein Aggregator einer der IT-Tech-Giganten sein. Nennen wir es zum Beispiel Amazon. Amazon Alexa, viele Menschen haben das zu Hause, ich selber nicht, aber andere ja schon, wie man so hört. Und Amazon Alexa weiß alles. Die weiß, wie wir uns verhalten. Die weiß, was wir für Wünsche haben, wann wir da sind, wann wir es vielleicht gerne warm hätten und wann wir Auto fahren wollen. Und über diese Informationen lässt sich natürlich als Firma Amazon auch wunderbar ein Aggregator, ein Energiemanagement für Haushalte anbieten, was das also automatisiert über vorhandene Technologie ohne Komforteinbußen für die Nutzer, die da niederschwellig sagen, Alexa, bitte mach's mir wärmer und dann wird das irgendwo dann da eingepreist und Amazon orchestriert dann Millionen von Kunden. Also das wäre eine zukünftige, sagen wir mal, IT-basierte Lösung, die man auch heute auch umsetzen könnte. Und da ist natürlich dann wieder die Sache, ist das deutsche Smart Meter und die dort angedachte und in der Umsetzung befindliche Architektur, ist das für so etwas einschränkend? Und ist das eben eine deutsche Sonderlösung und Ähnliches? Aber da ist wirklich die Frage, wie sieht die Zukunft aus? Wie kann man effizient wirklich viele, viele Haushalte automatisiert managen? Weil die Frage zieht natürlich genau in die richtige Richtung. Also aus Pilotprojekten hat sich gezeigt, also wenn Menschen das vor Ort lokal selber machen müssen, die machen das eine Woche lang und dann wird das gnadenlos langweilig, dann tut das keiner mehr. Dann sind die Potenziale einfach weg. Und das Einsparen pro Jahr ist natürlich bei all den Projekten, hat sich immer gezeigt, wenn wir eine Stromrechnung haben von 1.000 Euro im Jahr, die mag mittlerweile vielleicht bei 1.500 oder so liegen. Und man kann durch Flexibilität vielleicht 10% sparen, weil wir müssen natürlich den Steueranteil abziehen, wir müssen die Netznutzungsentgelte, die aber, wie gerade eben gesagt, möglicherweise hinterher Teil der Flexibilität sind, berücksichtigen. Aber angenommen, man spart irgendwie 10% nur durch Flexibilität, und das ist schon relativ viel, dann wird keiner für 150 Euro im Jahr da jeden Tag irgendwie manuelle Tätigkeiten vollbringen. Das muss vollautomatisiert, großplattformmäßig passieren. Und da wäre ich einfach mal gespannt, wann irgendein Tech-Gigant sagt, das mache ich mal eben mit. Vielen Dank, Herr Jochen. Was meinen Sie denn,
Wie gut ist denn wieder gerade aufgestanden? Wie berücksichtigen Sie denn Flexibilitäten bei den Modellierungen gerade? Was ist realistisch? Ich habe immer gesagt, die Unsicherheiten sind groß. Ich fand jetzt zum Schluss diesen Redenbeitrag vom Herrn Redern nochmal gut, dass wir praktisch das alles vollautomatisiert machen, dass wir die Aggregatoren haben. Nur so, glaube ich, können wir das Ganze realisieren. Wir sind ja auch in dieser Plattform Klimazentrales Stromsystem aktiv und haben dort unser agentenbasiertes Strommarktmodell mit integriert und sehen dort eben auch, dass wir dort die Flexibilitäten, die wir von den Haushalten vermuten, dass sie doch auch einen großen Einfluss hat, ne, auf die Preise auch wiederum. Wir werden künftig natürlich größere Preisspreizungen sehen im Strommarkt. Das heißt, diese Anreize, die Herr Rethans gerade erwähnt hatte, werden natürlich auch noch größer werden, ne? Heute sind das an die 10%, glaube ich, eher viel, die da genannt wurden, die unter den heutigen Anreizen überhaupt erreichbar sind. Also 10% Strompreis Senkung auf der Jahresrechnung sind eher viel heute. Künftig kann das natürlich größer werden. Wenn wir größere Strompreisschwankungen, auch mehr Schwankungen hätten, könnte das größer werden. Wir sehen allerdings natürlich auch dann irgendwann einen sogenannten Feedback. Das heißt, wenn umso mehr Flexibilitäten wir haben, umso geringer werden dann wiederum die Spreizungen auf dem Markt wieder. Das heißt, auch hier ist es doch durchaus ein Wettbewerb, den wir sehen. Wenn wir mehr Flexibilitäten im Markt hätten, wie Batterien, vielleicht auch Wasserstoffspeicher plus Flexibilitäten der Industrie und Haushalte, kann natürlich dann im Endeffekt auch wieder rauskommen, dass wir die Strompreisspreizung, wie wir sie heute annehmen, vielleicht dann gar nicht realisieren können. Jetzt wollen wir ja eigentlich auch nochmal über die Verzahnung von Flexibilitäten und der anderen Seite, die wir brauchen werden, nämlich gegebenenfalls zusätzliche Kraftwerke für die sogenannten Dunkelflauten erschnacken. Ich frage mich so, wenn ich jetzt so sehe, dass einige Forscher schon davon ausgehen, dass wir künftig zum Beispiel, dass die Kohlekraftwerke bis 2030 vielleicht einfach über den CO2-Preis rausfliegen werden aus dem Markt. Was bedeutet das denn dann eigentlich? Haben wir dann genug Kraftwerke auf der anderen Seite, die dann quasi dass das Zusammenspiel funktionieren kann? Oder müssen wir dann noch Kraftwerke zubauen? Wovon gehen Sie aus, Herr Jochem? Was berechnen Sie? Genau, auch da, wie anfangs gesagt, das Angebot der Flexibilitäten ist ein großer Hebel, ne? Und den wir nicht schwierig einschätzen können. Gehen wir davon aus, in manchen Szenarien, dass sehr wenig neue Flexibilitäten dazukommen, dass die Haushalte sich auch nicht kooperativ zeigen, gibt es sehr pessimistische Szenarien, die sagen, beim heutigen Spitzenlast über das Jahr hinweg von 80 GW etwa, müssen wir vielleicht künftig eine ähnliche Größe Anzahl an Kraftwerkstechnologien vorhalten, wahrscheinlich hauptsächlich Gasturbinen, weil die einfach sehr geeignet sind, in wenigen Stunden pro Jahr zu hohen Strompreisen sich zu refinanzieren. Die könnten dann natürlich auch mit grünem Wasserstoff betrieben werden. Ich muss sagen, die Vielzahl der Szenarien geht aber von deutlich geringeren Zahlen aus. Und natürlich werden wir jetzt relativ optimistisch in Richtung Flexibilitäten zeigen doch einige Szenarien, dass man kaum Kraftwerke mehr in die Richtung zubauen muss. Herr Rethans, Sie machen ja auch Netzmodellierungen in der Richtung. Wovon gehen Sie denn aus bei der? Also ich meine, es gibt natürlich die offiziellen Zahlen für den Netzentwicklungsplan, wo ja auch immer versucht wird abzuschätzen, was so halbwegs realistisch in der Zukunft passiert, ohne jetzt genau auf diese Zahlen einzugehen. Aber da stecken natürlich schon nennenswerter Ausbau an Gaskraftwerken drin. Und da ist eben genau die Frage, wer baut diese Kraftwerke aktuell? Wer will da investieren? Und wenn man mit einzelnen Firmen spricht, die sagen, ja, wir würden gerne investieren, aktuell investieren diese Firmen, und das sind ja durchaus große deutsche Kraftwerksfirmen, das sind aber auch zum Beispiel große deutsche Versicherungen, die sagen, wir müssen das Geld irgendwo sinnvoll anlegen und Zukunftstechnologien und Energiewende ist etwas auch, um durchaus Geld von Lebensversicherungen sinnvoll unterzubringen. Und die investieren momentan in anderen Ländern, in den USA, in erneuerbare Energien, in Italien,
Italien in Gaskraftwerke, weil man dort andere Marktregularien hat. Und da ist man sicherlich bei der Frage eben der Marktgestaltung, Kapazitätsmarkt, hat man hier einen Anreiz? Wird man hier einen stärkeren Anreiz schaffen, in die Vorhaltung von Kraftwerken zu investieren? Und das ist etwas, was momentan eben nicht der Fall ist. Von daher sind hier sehr viele Firmen sehr, sehr vorsichtig. Und ich sehe eigentlich so einen Dreiklang, dass wir sagen, bis 2030 werden wir eben, wenn sich nicht massiv etwas in dem Bereich beschleunigt, eben nur wenig oder keine neuen Gaskraftwerke sehen. Das bedeutet, und wir werden gleichzeitig eben die Automatisierung, Smart Meter, Flexibilisierung, alles, was wir gerade diskutiert haben, eben nicht so weit automatisiert haben, dass das gängig, dass die Potenziale der Flexibilität erschlossen sind. Und die Konsequenz ist, dass wir dann die Kohlekraftwerke eben nicht aus dem Markt nehmen können, die aber dann vielleicht von den Firmen aus dem Markt genommen werden wollen, aufgrund eben von CO2-Preisen und Ähnliches. Und dann ist die Frage, wer wird dann wie, wo zu was gezwungen und wo kann man was beschleunigen? Und das ist eben, das spielt all einfach miteinander zusammen. Und wir haben natürlich heute schon die Situation, dass wir mit Reservekraftwerksverordnung und dies, das, jenes, hat man ja Kohlekraftwerke aus dem Markt genommen und sagt, oh, die sind aus dem Markt raus, aber sie sind trotzdem noch da, sie werden bezahlt, weil wir sie als Notreserve brauchen. Und wo wir aufpassen müssen bei den zukünftigen Planungen, dass wir nicht knack auf Knirsch planen. Also wir haben eine Spitzenleistung irgendwo von, weiß ich, 80 Gigawatt. Die wird möglicherweise dann, hängt natürlich ab von weiteren Elektroautos, Wärmepumpen etc., dass also die auch eher steigt als fällt. Und wenn wir dann sagen, wir nehmen genau nur die Menge an Kraftwerken, die wir dafür brauchen und nehmen noch optimal die Flexibilität an und dann passt das so gerade eben, dann wird es in der Praxis eben möglicherweise nicht passen, weil halt auf einmal Wetterextreme sind, weil vielleicht bestimmte Kraftwerke nicht zur Verfügung stehen. Ich meine, wir sehen es in Frankreich, Kernkraftwerke, die in größerem Stil dann zeitweise nicht zur Verfügung stehen, oder wir haben es in Polen erlebt, auf einmal war die Kohle sehr ein bisschen knapp und so weiter. Also selbst wenn so eine kritische Situation kommt, man braucht immer, und bisher war die Planung, man hat immer noch 10% Kraftwerksreserve für Defekte, Kraftwerke fallen aus, müssen repariert werden etc. Also dass man irgendwo auch noch eine Leistungsreserve in dieses System plant. Und die Flexibilität, gerade im Bereich industrieller Abschaltung, ist natürlich eine Notreserve und sollte nicht für den Regelbetrieb sondern genommen werden, weil dann läuft man irgendwann, wenn es kritisch ist, natürlich in Abschaltung hinein, in wirkliche Notmaßnahmen. Und das wäre natürlich für den Wirtschaftsstandort Deutschland, der im Verhältnis, zum Beispiel, wenn man sich China anguckt, da werden regelmäßig bestimmte Fabriken abgeschaltet, weil man immer wieder in Stromknappheit läuft, weil China sich massiv entwickelt, man mit dem Ausbau der Kraftwerke nicht nachkommt. Aber das ist eben etwas, wo man sehr, sehr vorsichtig dort ist, dass man eben nicht die Industrie schädigt. Und das würde hier natürlich dann auch passieren. Wann, wie, wo schaltet man wen ab? Ein Standortfaktor hier ist eben eine super sichere Energieversorgung. Und von daher, also wirklich, man muss gucken, dass man das nicht knack auf Knirsch auslegt, sondern auch in all diesen Dingen eine gewisse Reserve einbaut und eben frühzeitig jetzt auch, also frühzeitig kann man vielleicht schon nicht mehr sagen, aber dass man sich sehr sorgfältig überlegt, wie reizt man an, dass genau die Technologien, die wir brauchen, Gaskraftwerke, Wasserstoff-ready und eine digitalisierte Flexibilität, dass das möglichst schnell auch da ist. Und da ist 2030 schon eher morgen als übermorgen. Herr Löschel, da war jetzt ganz, ganz viel drin, fand ich, von dem Thema, wie reizt man an, über Kapazitätsmärkte bis hin zu zur Frage, brauche ich eine Art strategische Reserve? Was würde denn aus Ihrer Sicht jetzt das Sinnvollere sein? Ja, also vielleicht erstmal, Investitionsanreize sind ja, glaube ich, hier nochmal etwas unterschiedlich zu betrachten, wenn man einmal auf die Erneuerbaren schaut und dann eben auf die einlassbaren Kraftwerke, die Nachfrageflexibilisierung und Speicher. Bei den Erneuerbaren, da gibt es aber auch durchaus eine Verbindung zu unserem Thema bisher. Ne? Wir werden ja, also es gibt viele Befürworter eines strikten Contracts for Difference für die Erneuerbaren, also einer fixen Vergütung.
da muss man dann genau aufpassen, dass man zum Beispiel eben keine Anreize für Flexibilität rausnimmt, ne, wenn eben Erneuerbare hier sehr stark an der Produktion bezahlt werden und eben sonst an der Inwertstellung des Stroms vielleicht gar nicht so großen Anreiz haben. Aber bei den anderen Dingen, also hier haben wir gerade gesprochen, Nachfrageflexibilität, Speicher und Kraftwerke, ich glaube, da haben wir eine große Herausforderung. Und ich sage mal, das alte Modell ist Energy-Only-Markt, also die Anreize kommen aus dem Markt. Die sind aber natürlich in den letzten Jahren massiv geschädigt worden. Und das bedeutet, dieser marktbasierte Anreiz, ja, der wird wirklich sehr auf die Probe gestellt. Und es gibt natürlich ein anderes Problem. Wenn Investoren wissen, da kommt irgendwann was, ne, dann werden die jetzt nicht investieren, sondern warten auf die Förderung. Also das heißt, das bezeichnet man als Holder-Problem. Das kommt dann natürlich noch obendrauf und deswegen ist es sehr bedenklich, dass wir eben augenblicklich so wenig Investitionen sehen, auch in einlastbare Kraftwerke, die wir für die Zukunft auch brauchen. Ich glaube, wichtig ist nochmal zu sagen, da gibt es jetzt keine eine Zahl, die man sagen kann, ne, sondern es hängt eben von den verschiedenen Optionen an und wie sich die ausgestalten in der Zukunft. Aber was man schon, glaube ich, sagen kann, was schlecht wäre, wenn wir jetzt mit den Kraftwerken sozusagen so weitermachen wie mit den bisherigen Kapazitätsinstrumenten. Es gibt eben eine Unzahl von Kapazitätsinstrumenten, die über die Zeit aufgebaut wurden. Für alle möglichen Technologien werden Förderungen gegeben im Ausbau. Das Ganze ist eigentlich überhaupt nicht integriert betrachtet, ne? Und das heißt, man hat hier immer wieder neue Sachen dazu gebaut, um eben Reserven aufzubauen, neue Kapazitäten sicherzustellen. Ich glaube, da muss man jetzt schon mal genauer hinschauen und da sich auch überlegen, geht das in die richtige Richtung oder möchte man sich das Ganze etwas systematischer anschauen? Und wenn man sich systematisch anschauen würde, dann würde man eben auch diese verschiedenen Optionen irgendwo mit zusammenbringen. Die Bundesregierung, so wie das augenblicklich ausschaut, möchte das eher nicht angehen, das Thema, sondern will erstmal ausbauen unter, ich sag mal, Nutzung von ja, klassischen Vorgehensweisen, wie wir es aus der EEG-Förderung können, jedenfalls so, wie ich das gelesen habe. Und das ist jetzt nochmal was anderes. Ne? Ob das der gute Weg für die Zukunft ist, das kann man zumindest hinterfragen. Es wird eben sehr schwierig werden. Und wenn man es, Christian Redians hatte gerade gesagt, man muss es systematischer machen, dann wäre man natürlich eher auf dem Weg sowas wie einen Kapazitätsmarkt, wo dann aber auch die verschiedenen Optionen gegeneinander antreten müssen und eben sich dann auch gegeneinander stellen müssen. Das bedeutet, wir hätten da eben dann erstmal den marktlichen Mechanismen für die Kapazität an sich. Und da würden auch alle dabei sein, aber eben nicht solche Silos, wie wir es jetzt gerade bilden und die wir eben systematisch hier aufbauen. Ich glaube, das ist eher schlecht, weil wir wissen ja auch tatsächlich nicht, das haben wir gerade gehört, wie das in Zukunft ausschaut. Und diese Unsicherheit, da zählen übrigens auch die Erneuerbaren dazu, ne? Also den Ausflug noch machen darf. Contracts for Difference, die sind natürlich super, wenn ich weiß, wie viele Erneuerbare ich brauche, ne? Weil dann nehme ich alle Risiken weg von den Investoren und die bauen einfach aus. Ja, aber brauchen wir 400 GW Sonne, ne? Oder 200 GW Wind oder so und so weiter. Also in dem systemischen Ansatz ist das eben nicht klar, weil das eben abhängt von all den anderen Dingen, ne? Auch wie oft ich eigentlich meine Nachfrage überbaue. Und ich glaube, diese Diskussion führen wir eigentlich nicht und die wäre ganz wichtig zu führen für die Zukunft. Jetzt habe ich noch eine kurze Nachfrage. Wir haben auch zig Fragen. Ich glaube, wir werden nicht mehr alle schaffen, aber ich versuche noch ein paar durchzukriegen. Es gibt die Idee, die Wasserstoff-Ready-Kraft-Reservekraftwerke vom Staat bauen zu lassen, weil die sich kaum finanzieren lassen werden. Herr Löschel, ist das eine Idee oder ist das keine Idee? Ja, ich habe gesagt, das ist jetzt eine Notfallmaßnahme sozusagen. Ne? Wenn das in einem nicht zu großen Umfang passiert, dann ja, weil wahrscheinlich wird man das nicht verhindern oder so. Aber eigentlich in der Art, wie es gemacht wird, ist es nicht systemisch sinnvoll. Und das muss man, glaube ich, auch so sagen. Also man hat ein offensichtliches Problem identifiziert, muss sich damit überlegen, wie man weitermacht. Aber es ist eben fraglich, wenn ich das mache, mit Instrumenten, die eben auf der Erzeugung aufbauen, damit Instrumente zu schaffen, die eigentlich für die Kapazität gedacht sind. Das passt einfach nicht zusammen. Danke.
Herr Rethans, noch eine Frage zum Thema Netzausbau. Ein Kollege fragt, das deutsche Netz sei auf etwa 80 Gigawatt Spitzenlast ausgelegt. Wie viel muss da hinzukommen oder lässt sich das wegen der Flexibilität nicht so richtig gut beziffern? Ja, also es ist einfach ja, schwierig zu sagen. Das ist das, was ja der Netzentwicklungsplan probiert. Also man hat ein abgestimmtes Szenario, in dem man möglichst versucht, realistisch die Zukunft vorauszusehen. Also es sind dort ja keine, sagen wir mal, weniger oder nur zum Teil politische Ziele verankert, die sich natürlich abbilden. Aber man versucht immer, das, was politisch versprochen ist, in das, was realistisch kommt, sozusagen umzusetzen, damit man auch nicht zu viel Netz ausbaut. Und von daher, wenn man also da in den hineinschaut, da sind natürlich Dinge drin, ein gewisses Maß an Flexibilität, bestimmte Kraftwerke, die hoffentlich kommen. Da wird dann auch immer diskutiert, ist das jetzt zu optimistisch? Aber es ist natürlich eine Sache, die großen Leitungen kommen natürlich getrieben durch den Windenergieausbau offshore und im Norden. Und durch die Dinge, die da kommen, ergeben sich einfach gerade viele Leitungstrassen. Und wenn man da natürlich nachlegt und wirklich Ziele hat, die man auch dann wirklich umsetzen kann und will durch die Ausschreibung, wird man da eben dementsprechende Trassen von Nord nach Süd auch benötigen, zumindest auf den oberen Ebenen und auf den unteren Netzebenen. Wie gesagt, da ist einfach immer noch die Frage, wie ist die gesetzliche Ausgestaltung? Darf der Netzbetreiber dauerhaft eingreifen oder muss er am Ende das Netz, so wie heute geregelt, perfekt ausbauen? Dann haben wir auf den unteren Netzebenen wirklich dutzig Milliarden, die wir investieren müssen, die wir sowieso machen, aber man kann die teilweise um 70-80% reduzieren, wenn man ein bisschen geschickt rangeht, hin und wieder mal abzuregeln, aber nicht so häufig. Also das sind Dinge, die auch wirklich noch auch einer Regulierung bedürfen. Also von daher, das spielt auch wieder alles zusammen und je nachdem, wie man die Randbedingungen setzt, braucht man einfach mehr Netz oder ein bisschen weniger. Auf Transportnetzebene, auf oberster Netzebene, da sind wir sicherlich noch nicht durch. Also da ist ja das, was in den Plänen drinsteht, wenn wir dann noch mehr erneuerbare Energien machen und eben auch uns mit dem Ausland besser vernetzen, da muss noch manche Leitung gebaut werden. Herr Jochem, dann, so wie die Zeit aussieht, geht an Sie die letzte Frage dieser Runde zum Thema Stromimport. Welche Rolle beobachten Sie denn da? Welche Rolle werden die für die Versorgungssicherheit spielen? Genau, definitiv eine große Rolle. Ich habe es auch schon gerade versucht, im Chat zu beantworten, die Frage. Für mich ist es ein sehr zentraler Punkt, dass wir das europäische Stromsystem nicht national denken. Da ist der Austausch ganz von großer Wichtigkeit in meinen Augen. Das betrifft insbesondere aus erneuerbaren Stromsystemen, weil doch unsere Winddaten zeigen, dass wir da sehr gute Ausgleichsmechanismen haben, ne? Also eine starke Windzeit in der Nordsee kann durchaus korreliert sein mit einem Schwachwind im Süden. Das hilft natürlich nicht insgesamt, um alles dann zu bewerkstelligen, aber dennoch dieser Austausch wird definitiv immer wichtiger werden und kann natürlich auch, das muss ich als Volkswirt sagen, viele Kosten einsparen. Wenn wir jetzt national jeder seinen eigenen Schuh fährt, wird das System bei weitem und vieles teurer, als wenn wir versuchen, eben die verschiedenen nationalen Systeme besser zu verbinden. Vielen Dank, Herr Jochem. Ich fürchte, auch darüber können wir noch lange schnacken. Wir bleiben wahrscheinlich mit dem Thema, aber unsere Zeit ist leider um. Ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihr reges Interesse und Ihre spannenden Fragen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich hoffe, wir konnten so viele Ihrer Fragen wie möglich zufriedenstellend beantworten. Den Videoschnitt, Mitschnitt unseres Gesprächs finden Sie in Kürze auf unserer Homepage, ebenso eine reine Audioversion und ein maschinell erstelltes vorläufiges Transkript. Das redigierte Transkript wird dann morgen im Laufe des Vormittags auf unserer Homepage zu finden sein. Mein Dank geht weiter an Patrick Jochem, an Christian Rethans und Andreas Löschel für ihre Zeit und ihre Antworten und ihr Engagement hier. Und mein Dank auch an die Kolleginnen und Kollegen hier im SMC, die im Hintergrund dafür gesorgt haben, dass alles funktioniert hat, auch wenn es manchmal einen Ausfall gegeben hat, dass wir am Ende doch alle gut zusammengekommen sind. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen guten Start in die Woche und sage bis bald. Tschüss. Und ich auch. Vielen Dank, Herr Gehtke. Tschüss.